Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute unseren Gesundheitsexperten Christoph Blottek bei uns, der sich immer wieder auf die Suche begibt nach Lebensmittel oder auch Dingen, die unserem Körper gut tun. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo wirklich das Thema Depressionen immer in aller Munde ist, hat er sich auf die Suche gemacht und ist fündig geworden. Und ich bin ganz gespannt, was er uns heute mitgebracht hat. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Christoph, schön, dass du wieder da bist. Und ich finde es ja immer so faszinierend, du schaust ja dann auch immer, wenn du neue Produkte kreierst, für wen, warum und wo ist der beste Hersteller und was wirkt wirklich, dann probierst du natürlich auch neue Kombinationen aus. Und heute bist du wirklich gekommen, weil wir wirklich mal das Thema Depressionen in den Fokus setzen wollen. Mhm. Und wie kam es überhaupt dazu, dass das jetzt für dich so ein Thema wurde? Ja, vielleicht erstmal so ein ganz kleines Schritt zurück. Ich glaube, wenn wir einfach uns selber, wenn wir da die Gelegenheit mal haben, sich selber zu beobachten, wie man denkt, wie man handelt, wie man fühlt, dann merkt man auch, da sind auch mal Tage dabei, da ist man irgendwie komischer wie sonst. Mhm. Ich arbeite ganz gern manchmal mit dem Wort komisch. Das steht für irgendwas stimmt heute nicht. Wieso verhält er sich so? Ja, wieso verhalte ich mich so? Und da ist so in der Lebenserfahrung immer mal wieder auch Phasen, wo man sagt, da hat man Herausforderungen gehabt, ob das in der Ausbildung war, ob das vielleicht in der Schule ist, ob das im sozialen Miteinander plötzlich ist man zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Ja? Mhm. Also ich will einfach erstmal so ein bisschen uns ankommen lassen im Thema. Das ist mir gerade irgendwie wichtig. Dann ist es so, dass wir doch sehr, sehr viele Menschen begleiten muss, darf, kann, wo man einfach sieht, da ist es nicht nur komisch, sondern sehr komisch. Ja? Mhm. Also da ist es dann wirklich, und man sieht, da ist die Lebensqualität eingeschränkt, da gibt es nichts mehr zu lachen, so, ja. Mhm. Das ist alles irgendwie Trübsal und man kommt dann mit guten Argumenten und kommt, trink mal einen Kaffee oder so, und dann, Kaffee keine Lust, nicht, Tee auch nicht. Also, das ist ja die Situation, wo man sagt, da switcht es so in den Bereich rein, wo man dann selber als Beobachter fast eigentlich nichts mehr machen kann. Ne? Und da kommen wir dann so in so dem Thema an Depressionen, wo vieles ja verdeckt auch läuft, ja? Wo man dann sich zurückzieht, wo man die Menschen ja dann letztlich nicht mehr im Alltag dabei hat, auch im Job vielleicht nicht mehr, ne? Sondern der Kollege ist einfach mal auf Kur oder krank und man weiß gar nicht was. Ja? Es ist ja auch immer so eine Geschichte, mit so einem Thema, das ist ja nicht wie ein Beinbruch, ne? Wo man dann sagt, ich habe mir ein Bein gebrochen, weil ich der Held war beim Skifahren und alle sagen, und war es cool vorher und ne? Sondern Depression, da will man sich nicht anstecken, weil da ist sehr viel Unsicherheit. Mhm. Und das beschäftigt mich natürlich als Gesundheitsberater. Bin ich jetzt seit über 17 Jahren unterwegs und versuche Situationen zu verstehen. Das ist ja das, was du beobachtest auch. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre. Und und in der letzten Zeit auch, glaube ich, und das hat die WHO, habe ich gestern erst gelesen, dass während der Covid-Pandemie die Anzahl der Depressionen, klinischen Depressionen um 25% zugenommen hat. Ja, das ist eine erschreckende Zahl. Da läuft es mir auch gerade tatsächlich wieder mal ein bisschen der Schauer ein Buckel runter. Und auch mit dem Wissen, dass das vorher ja auch ein gesellschaftsrelevantes Thema war, zeigt sich auch in meinem Leben, in meinem Umfeld, dass man einfach Menschen beobachten musste, was da passiert, ja, wie diese Einschränkungen gewirkt haben, wirtschaftliche Zwänge teilweise sehr stark geworden sind, der wirtschaftliche Druck. Und
dann das Thema Hoffnung oder das wird schon alles gut, diese Sprüche haben wir halt auch nicht mehr so gezogen, ne? weil man einfach gesehen hat, es wird gut, aber ich darf nicht vor die Tür oder es wird gut, aber mein Job ist weg, ne? Weil die Branche einfach so nicht von der Gesellschaft gebraucht worden ist. Und das hat mich dann stark beschäftigt und wir sind auf Spurensuche gegangen, verschiedene Messungen, Blutbilder und dann, ja, da gibt's nichts, da gibt's nur Medikamente. Ja, mhm. Das ist so, nur Medikamente, da muss man in die Klinik und dann ist das alles wahnsinnig kompliziert mit Einstellungen und Nebenwirkungen und ja, wo ich dann gesagt habe, puh, ja. Ne? Ja, und der Patient fühlt sich ja auch gar nicht mehr richtig, ja. Ja. Die Emotionen werden kaum noch wahrgenommen, richtig. Ja. Also es sind ja schon... Eine traurige Geschichte, merkt ja man gerade. Ne? Ja. Also, und dann beobachten wir das so und dann fängt der Stoffwechsel an, nicht mehr zu funktionieren. Dann kommt Übergewicht, dann kommt vielleicht ja Verstopfungen dazu, weil bestimmte Medikamente dann den ganzen Körper lähmen. Ja? Also wenn ich erstmal nicht mehr so schnell bin, kann ich auch nicht mehr so schnell denken. Also ist auch sozusagen die Depressionsgeschwindigkeit reduziert, wenn man das so übersetzen will. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht und sind so vom Stöckchen, haben uns entwickelt und haben einfach gesagt, na gut, auch wenn wir natürlich diesen medizinischen oder diesen Krankheitsbereich nicht weg diskutieren und wegzaubern können, wollen wir auf alle Fälle die Lebensqualität in den Situationen steigern. Ja, das ist ja unsere Mission, unsere Vision. Und dann haben wir begonnen, uns mit der über die Darmflora wieder zu beschäftigen, die Darm-Hirn-Achse zu beschäftigen, zu verbessern. Da haben wir auch schon viele Gespräche geführt. Das ganze Thema Leaky Gut, ja, spielt natürlich auch damit rein. Also Darmflora pflegen, die Darmwand schützen und da auch wieder ordentlich Bewegung reinbringen. Dann die Vitamine haben wir uns beschäftigt. Ja, also natürlich auch immer Stimmungsschwank, kommt immer gleich Vitamin B12 und B9 und B6 und B3 und B1, ja, und so B-Vitamin-Komplex holen. Und das ist immer so ein Versuch, hat sich gezeigt, funktioniert so ein bisschen, aber irgendwie fehlt dann trotzdem wieder was, man kommt so nicht mit durch. Dann ist das ganze Thema Omega-3 sehr stark hochgekommen, was mir auch seit vielen Jahren am Herzen liegt, wo wir mit Sacha-Inchi-Öl zum Beispiel aus Peru einfach in dem Bereich vegan was tun, aber auch dieses Thema Krillöl zum Beispiel oder eben sehr, sehr hochwertige Fischöle oder Algenöle aus Norwegen zum Beispiel. Und da gibt es ganz gute Studienlage, dass es also tatsächlich also die Denkleistung verbessert, die Entzündungen im Gehirn reduziert. Ja, und das ist ja nicht nur fürs Gehirn, sondern auch Herz oder Gelenke, Durchblutungssystem. Und da braucht man aber 2 Gramm am Tag, also 2 Gramm von diesen hochwertigen Fetten. Und ja, das sind zum Beispiel beim Fischöl 2 Esslöffel. Ja, also früh ist zum Beispiel einer und nachmittags ein Esslöffel. Und auch da ist halt, ja, man muss einen Spiegel aufbauen. Ne? Also man muss dann wirklich über Wochen durchhalten, um einen Spiegel aufzubauen. Und die Statistik und die Untersuchungsmethoden, die wir zur Verfügung haben, zeigen, dass eigentlich jeder es unterschätzt. Ja. Ja, also da kann ich mir ans eigene Ohr oder an die eigene Nase fassen. Diesen Omega-3-Spiegel, der diesen ist Spiegel zu halten und zu genießen, sage ich immer, zu genießen, weil das ist cool. Ja? Also das ist wirklich ein gutes Gefühl. Ich bin auch gerade wieder in so einer Situation, wo wir sehr darauf achten zu Hause und gesagt, hast du es gemacht? Oh, nee, mache ich noch schnell. Das ist witzig, ich gerade auch, ja. Ja, ich aber, ja, cool. Ja, ja, also und, es scheint wohl gerade doch wichtig zu sein. Ja, ja, es ist, ich meine, wir gehen ja auch jetzt in den Winter rein und ja, die Situationen sind ja herausfordernd, die wir erleben, ja, insgesamt als Gesellschaft. Und da sage ich einfach, hey, so ab dem 10. Tag fängt es dann an, ich sage immer, Brust raus, ne? So, also so wirklich, wo man sagt, andere Haltung, andere Denkhaltung, es fällt leichter, Probleme zu durchdenken. Und
da kam dann wieder ein Zufall. Vor über einem Jahr habe ich mich da mit dem Thema, ja, waren wir ja auch mitten in der Krise, ja, gesagt, was kann man denn jetzt für die Menschen tun? Antientzündlich, präventiv natürlich, ja. Und da hat sich das Thema Spermidin zum Beispiel gezeigt, als eines der, ja, DNA-Erbgut verbessernden Substanzen. Da gab es ganz interessante, vielversprechende Studien. Und dann haben wir uns auch näher mit dem Vitamin B1 beschäftigt, wo ja auch die EFSA ganz klar sagt, hier ein guter Vitamin B1-Versorgung unterstützt das normale Nervensystem. Ein normales Nervensystem ist für mich so ein bisschen weiter weg von Depressionen. Mhm. Also ja, so, ja, ja, klar. Da dachte ich auch, eine gute Idee, machen wir was damit. Und Zink, ja, witzigerweise auch Zink, wichtig für das ganze Entzündungsmanagement, für viele Stoffwechselprozesse mit beteiligt. Wollte ich also auch dabei haben. Und dann über verschiedene Erfahrungen im Bereich Safran. Also Safran ist ein edles oder eines der edelsten Gewürze, was man im Wert momentan auch mit Gold aufwiegen kann, auch von der Wertstellung her. Und da haben wir ein Vitalstoffwerk Spermidin Plus entwickelt. So war der Arbeitstitel. Spermidin an sich kommt in unserem Fall aus technisch extrahierten Weizenkeimen. Es gibt auch einen vernünftigen Spermidingehalt in ganz normalen Weizenkeimen, die man sich im Reformhaus zum Beispiel kaufen kann. Ja, und da muss man halt aber, ich sage jetzt einfach mal, 100 Gramm am Tag einnehmen, um an diesen Spermidingehalt zu kommen, was nicht immer praktisch ist. Ja. Man muss das auch mögen und die Zeit dafür haben. Und in unserem Fall ist es also wirklich in einer ganz kleinen Kapsel pro Tag eine Kapsel schon eine studiengemäßer Gehalt. Also gerade auch die Epigenetiker und so, die sind ja auch voll überzeugt von dem Spermidin mit den ganzen Schaltungen. Ja, also der Rohstoff ist auch international extrem gefragt. Man muss da erstmal rankommen, also auch an diesen erforschten Rohstoff. Ja, das ganz normale Weizenkleie. Kann man den sozusagen den Wirkstoff nachweisen, aber damit sind nicht die Studien gemacht. Das ist immer so, also es wird sicher einen positiven Beitrag leisten, aber wenn man sicher gehen will, macht es manchmal echt Sinn, dann auf die richtigen Rohstoffe zurückzugreifen, wo man die Forschungsergebnisse auch dann in Milligramm am Tag und so weiter definieren kann. Und das ist dann schon wichtig. Aber tatsächlich, das Thema Safran hat sich dann gezeigt. Es sind plötzlich auch auf dem Bildschirm in Anführungszeichen und über Freunde. Mensch, Christoph, schau dir das mal an. Da gibt es mehr wie 24 internationale Doppelblindstudien im Bereich Safran und Depression. Mhm. Und da bin ich schon hellhörig geworden, weil es heißt ja eigentlich, es gibt nichts, da kann man nichts nehmen, da gibt es keine Alternativen in Anführungszeichen und ist mir auch ganz, ganz wichtig, ja, jetzt keine Medikamentation irgendwie aufhören und ne, alles bitte immer mit dem Arzt zusammen entscheiden. Aber es zeigt sich auch in diesen Studien, die von psychischen Einrichtungen durchgeführt worden sind, dass Safran zum Beispiel auch die schulmedizinischen Medikamente nicht stört in dem Fall. Und das ist ja auch eine hoffnungsvolle Aussage, dass man einfach was tun kann, um das eigene System anzuheben. Und da arbeiten wir in dem Fall mit 10 Milligramm Safran am Tag in dieser Kombination. Aber die Studien, die Safran also in Verbindung mit Depressionen als imposant, wirksam, interessant zu beobachten, zeigen, das sind 30 Milligramm. Mhm. Ja, also da kann man auch spielen. Und wie gesagt, so meine Empfehlung ist wirklich zu gucken, dass der Fettsäurenspiegel passt, dass natürlich auch ein Vitamin D passt. Ja, das gehört da so ein bisschen in den Werkzeugkasten mit rein.
Und gerade auch bei Menschen, die in Europa, also in Westeuropa oder Nordeuropa leben und die aber dunkle Hautfarbe haben, ist es, da hatte ich jetzt erst wieder ein Gespräch mit einer Bekannten aus Nicaragua und da habe ich einfach erklärt, hey, Vitamin D durch die dunkle Haut, das wird ganz schwach aufgenommen bei uns. Ja, und da gibt es studienbelegt Schwierigkeiten. A, natürlich, wenn dieser Spiegel fällt, geht es auf die Psyche. Depression, ja. Aber am langen Ende auch das Risiko der Osteoporose, der Knochenprobleme, Gelenkserkrankungen. Und also da war die Dame sehr froh, das zu hören und hat sofort begonnen, ist jetzt ein paar Wochen her, jeden Tag sozusagen ein paar Tropfen Vitamin D zu nehmen. Und es zahlt sich schon aus, ja, aufgrund der Laune. Also es war so ein kleiner Ausschwank jetzt, Entschuldigung. Und aber gehört einfach dazu, genauso wie auch ein vernünftiger Magnesiumspiegel, da habe ich bei Alexander mit der Frau Dr. Wiechel. Ja. Hat mich total motiviert, auch wieder den Magnesiumspiegel wieder anzuschauen und jeden Tag daran zu arbeiten. Ja, jeden Tag einfach konsistent an der eigenen Mineralstoffen. Wie schaust du nach deinen Mineralstoffen? Also seit einigen Jahren arbeiten wir mit der Präventionscheck-Methode. Das ist so eine Spektralfotometrie-Methode. Mhm. Kann ich dir gerne mal vorstellen, vielleicht, weil... Ja, da muss man ein bisschen bin ich was ja drüber immer reden. Auch neugierig, ja. Was so bei mir vorgeht. Und, und das gehört auch in den Gesamtkontext dann wiederum auch Stimmungsschwankungen, Depressionen, Burnouts und so weiter auch stofflich zu begleiten. Ja? Also Psychotherapie, Psychiater, alles sehr, sehr wichtig. Und aber auch das Stoffliche wird halt so oft vergessen. Dass man eine gute Substanz halt auch hat, gell? Ja. Mhm. Und jetzt hast du sozusagen die Mittel kombiniert. Mhm. Und hast da schon irgendwelche Erfahrungen gesammelt jetzt mit Klienten? Ja, also einmal ganz persönlich bei mir, wo ich habe mich dann gefreut, weil die Rohstoffe waren so knapp, es hat tatsächlich, glaube ich, 10 Monate gedauert, bis dann das bei uns angekommen ist und dann gleich, zack, eine genommen und begonnen, das auch täglich anzuwenden. Und da konnte ich bei mir schon beobachten, hey, ja, ey, das ist irgendwie was anderes. Also es fühlt sich anders an. Ja, bin ja nicht klinisch depressiv gewesen oder so. Ja, aber die Situationen sind anspruchsvoll und das hilft mir. Also da bleibe ich dran, für mich persönlich. Und habe dann im Bekanntenkreis auch jemand, den wir begleiten dürfen, wo es schon massiver war, gesagt, hey, hast du da Interesse, das auszutesten? Ja, ausprobiert. Und tatsächlich ein paar Stunden später in dem einen Fall, gesagt, hey Christoph, es verändert sich irgendwie was an meinem Angst-Level. Ja, sagt, oh, ja, okay, cool, ja, freut mich total, bleiben wir dran, müssen wir beobachten und haben dann in dem Fall nochmal über einen Freund einfach nochmal wirklich dann dieses Level auf 30 Milligramm hochgefahren, nochmal Safran extra auch dazugegeben und das hat eine gute Entwicklung. Ich habe bei einer Kundin, die wir seit Monaten begleiten dürfen, wo wir auch im Schlafbereich optimiert haben, da habe ich so spontan, manchmal hat man so Eindrücke, habe ich mich so gefreut, dass man eine gute Kundenbeziehung gehabt hat, gute Gespräche und habe ein Spermidin Plus verschenkt und sagen, hier, ne, ist ja auch in der Situation und die Dame verwendet es und hat mir auch schon reflektiert, dass sie das gerne nimmt und dass das sie ein bisschen stabilisiert in der Situation, in der sie steht. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den wir weitergehen und weiter beobachten und die Menschen da auch weiter unterstützen wollen. Auch in dem Bereich, dass man einfach sagt, das kann man ja auch...
wenn man dann selber im Keller sitzt, ja, dann kann man auch keine Studien mehr recherchieren, dann ist irgendwie gerade mal Feierabend. Ne? Ja. Und in dem Bereich bin ich echt froh, dass es uns da auch gelungen ist, in dem Bereich Wissen zusammenzutragen, mit Freunden, Bekannten zusammen, ne, mit Herstellern, mit Rohstofflieferanten, die sich mit diesen Themen beschäftigen und spezialisiert sind. Und mal sehen, was wir in 5 Jahren. Ja, ist auf jeden Fall mal eine spannende Kombination, ja. Also Safran und das Spermidin hatte ich jetzt hab ich in der Kombi auch noch nie hier. Mhm. Und das ist natürlich immer gut, wenn du da auf der Suche bist. Es war wirklich, weil einfach das Thema Spermidin alleine für sich, das fand ich irgendwie langweilig. Mhm. Und da habe ich, ich will auch immer so ein bisschen, man hat ja auch nicht die Zeit, finde ich, jeden Tag 10 verschiedene Dinge zu nehmen. Ne? Also, und gerade wenn man solche komplexen Organe versorgen muss, in dem Fall jetzt dann natürlich das Gehirn, oder wenn ich ans Auge denke, ja, was ich alles brauche, um ein Auge dann letztendlich gut zu versorgen, was ja sehr nah am Gehirn ist, ja, aber trotzdem nochmal spezielle Stoffe braucht, in Anführungszeichen Vitamin A, dann merkt man sehr schnell, dass es doch am Ende eigentlich nicht mehr umzusetzen ist. Und dann muss man sich hinsetzen und muss sagen, okay, was kann ich in welchem Themenbereich zusammenkragen? Und guck halt mal, wo auch die Defizite am größten sind, oder? Ja. Gerade auch mit der ganzen Umweltbelastung und alles, was wir da gerade haben. Da kommt natürlich einiges zusammen. Wenn du dann natürlich anfängst auszuleiten, ob jetzt über Chelat oder was auch immer, gehen halt doch auch wiederum auch Nährstoffe mit raus oder Mineralien. Dann weiß man auch nicht, welche. Ja. Und, also was ja dann ganz zur Ausleitung ein ganz interessantes Beispiel ist, ist ja, ich glaube, dass dieses Wissen, Vitamin D zu benötigen, das ist schon stark verbreitet jetzt, wird eingesetzt. Aber das gleichzeitige Wissen, dass ich, welches Vitamin D hochfahre, auch mehr Magnesium brauche, das ist dann schon wieder plötzlich Spezialwissen. Mhm. Ja, und da muss man sich immer wieder beobachten, auch ja, in der Beratung, im Coaching, in der Begleitung von meinen Kunden, aber auch von den Beratern, die mit uns zusammenarbeiten, dass man da auch immer wieder nachbessert und sagt, hey, wenn wir das einsetzen, denkt bitte zum Beispiel ans Magnesium. Christoph, Mensch, das ist aber kompliziert. Naja, aber wir wissen es ja, dass es komplex ist. Und das Ergebnis gibt uns am Ende dann recht. Ja, also ein stabilerer Kunde, das ist einfach das, was richtig Freude macht. Schön. Ja, wenn man da jetzt sich doch noch ein bisschen reinlesen möchte oder auch die Kombinationen, die ihr da alle so miteinander habt. Ihr habt ja auch extra für Knochen, für Augen. Mhm. Da ist ja dann auch, sind ja auch die ganzen Dinge drin. Da habt ihr euch ja wirklich was dabei gedacht. Kann man das nochmal nachlesen in Ruhe? Ja. Also was ich immer anbiete, ist zum Beispiel auf Biosa-Vitalkonzepte nachzuschauen, zu suchen, zu sagen, hey, ich suche für den Bereich Knochen was, ich suche für den Bereich Nerven was und dann zu gucken, ja, was man da findet. Und da bemühen wir uns immer, auf dem aktuellen Stand zu sein, dass alles gut erklärt ist, dass man wirklich findet, hey, was ist denn da drin? Ne? Nicht einfach nur ein komisches Bild und ich kann nicht erkennen, was ich mir da kaufen soll oder was mir angeboten wird. Also da freue ich mich, wenn Sie da gucken. Und wir haben natürlich auch bei uns im eigenen Biosa Vitalkonzepte Zentrum in Tiefental auch die Möglichkeit, persönlich Termine auszumachen, persönlich uns auszutauschen. Auch da freuen wir uns, wenn ihr einen Termin vereinbart, wenn ihr vor Ort kommt. Das macht uns richtig Spaß. Mhm. Und also auch da, wie gesagt, kommunizieren, anrufen, E-Mail schicken und dann versuchen wir, das persönlich zu verbessern. Super. Vielen Dank, Christoph, dass du wieder da warst, auch für die interessante Kombination und bis hoffentlich bald. Danke. Liebe Zuschauer, ja, Depression ist natürlich ein Thema, was viele Menschen aktuell wirklich belastet und immer wieder wichtig, dass wir ja neue Substanzen oder auch ja Unterstützung bekommen und freue mich sehr, dass wir so wundervolle Gäste haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.